Servus, liebe Freunde der gepflegten Waffenunterhaltung. Ich bin Raibun. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder mal ein bisschen um das Thema Taktik und zwar um das Thema der Geduld. Denn Geduld, ja, ist ja auch ein gewisser Punkt der Taktik. Man soll ja nicht immer nach vorne rommeln und man soll auch gerne mal, das ist auch so meine Philosophie, die Gegner auflaufen lassen. Das kommt natürlich immer auf ein paar Situationen an, die drumherum passieren. Wir sind jetzt hier auf der Karte Finnland gelandet. Vorherrschaftsmodus, also es gibt drei Punkte zu besetzen. Momentan haben wir in unserem Team noch zwei Punkte besetzt. Einer, nämlich A, wird gerade wieder vom Gegner zurückerobert. Der Gegner im Moment jetzt also nur im Besitz von Punkt B. Außerdem Punktestand momentan 16.600 zu 8.396. Es ist eine nicht ganz volle Runde. Ihr seht es auch schon, ich bin mit PHPC bzw. jetzt Pixel Peter unterwegs. Er hat schon vier Gegner rausgenommen, ist aber gerade selber hier aus dem Donut oder Bullauge, nennt es wie ihr es wollt, rausgenommen worden. Sein AMX 30 steht hier vorne und hier steht irgendwo so ein ganz gemeiner T-72A, genau der ihn gerade von hinten rausgeschossen hat. In A steht ein T-64B. Zusätzlich dazu habe ich hier, wie ich hier hinter meinem Stein stehe, mit meinem AMX 30B2 noch ein CM25 Raketenpanzer hinter mir. Der stand vorher hier oben auf dem Plateau. Er hat aber gut geschaltet und hat sich uns angeschlossen und fährt jetzt hier in Richtung A, um dann den T64B bekämpfen zu können. So, die Position hier hinter diesem Stein ist auf der Karte hier in diesem Bereich relativ gut. Warum? Weil ihr zwar nicht einen so großen Schusskorridor nach hier links habt, beziehungsweise hier auch auf die Eisschollen und hier auf das Ufer. Und ihr könnt hier die Ausfahrt des Bullauges oder des Donuts, nennt es wie ihr es wollt, gut beschießen, ohne dass ihr gleich unbedingt gesehen werdet. Ihr könnt natürlich trotzdem getroffen werden, klar, weil euer Panzer hier nicht ganz versteckt steht, aber trotzdem habt ihr hier meistens den Vorteil, dass ihr die Gegner zuerst seht, bevor sie euch sehen. Außerdem, wenn der Donut halt entweder in eurer Hand ist oder ihr euch sicher sein könnt, dass da kein Gegner rauskommt, habt ihr auch die Möglichkeit, hier unten dieses Waldstückchen hier beschießen zu können und auch ein Stück hier diese Ecke. Also ihr habt hier an der Stelle eine relativ gute Position, um natürlich hier in die entsprechenden Richtung wirken zu können. Das solltet ihr auch entsprechend ausnutzen. Ihr könnt euch natürlich auch hier hinten hinstellen, aber hier hinten zwischen den ganzen Bäumen ist die Deckung natürlich nicht so schön gegeben. Und hier an der Ecke zu stehen, macht nicht wirklich viel Sinn. Genauso wenig wie hier an dieser Ecke zu stehen. Da ist dieser Stein hier schon deutlich besser. So, was mache ich jetzt hier an der Stelle? Ich weiß natürlich auch durch die Ansage von PHPC bzw. Pixel Peter, dass da hinten ein T-72A steht, der uns jetzt auch den Gefallen tut und hier rauskommt. Ich warte einfach ab, weil er kann nicht wissen, dass ich hier stehe, sofern ich nicht irgendwie von irgendwem oder irgendwas markiert worden bin und das bin ich nicht. So, jetzt habe ich hier nochmal in A reingeguckt und geschaut. Sehe ich den T-64B. Durch das Gebäude kann man leider nicht durchschießen, deswegen habe ich mir den Schuss gespart. Hab hier also das Ziel auf den T-72. Er hat mich im entsprechenden Moment gesehen, konnte aber nicht schnell genug reagieren. Und ja, das ist natürlich auch so ein bisschen eine kleine Glückssache, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Weil der AMX 30 B2 hat keine stabilisierte Kanone. Also muss man das Gewiggle der Kanone auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, Pixel Peter hat jetzt noch überlegt, steigt er in den Flieger ein, beziehungsweise kommt er eventuell in der Flak wieder. Der BMP-2M hat
wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sich um den CM25 gekümmert. Und der T64B ist ja jetzt ein Stück weiter vorgerückt. So, glücklicherweise hat der Flieger den BMP-2M rausgenommen und Pixel Peter kommt jetzt mit einer Flak zurück, wenn mich nicht alles täuscht, sogar mit einer AMX-30DCA, genau. Und wir haben uns jetzt an der Stelle hier dazu entschieden, wir bleiben jetzt hier. Wir haben noch genug Punkte, wir führen noch genug. Natürlich liegt der Spielball jetzt bei uns. Der Gegner muss uns nicht pushen, sondern wir sind eigentlich am Drücker. Aber es kommt auch immer dann natürlich, ihr wisst es selber, darauf an, wie man da dann vorgeht. Wenn ich jetzt hier alleine vorgegangen wäre, wäre ins 1:1 mit dem T64 gegangen, hätte ich das definitiv verloren. Alleine auch schon, weil mein AMX-30 keine stabilisierte Kanone hat. Insofern würde ich da auf jeden Fall den kürzeren ziehen. Pixel Peter steht jetzt da hinten auf dem Plateau, wartet kurz, hat den Luftraum noch ein bisschen abgecheckt, um zu schauen, kommt da vielleicht noch irgendwie ein Flieger rein, aber momentan ist dem nicht so, sieht es nicht so aus. Wir sind hier auf unserer Position relativ frei. So, jetzt bewegt er sich nach vorne, weil wir uns gesagt haben, okay, hier ist aktuell, ich sehe aktuell nach wie vor nur den T64B, bei dem wir eine ziemlich gute Chance haben, dass wir ihn, wenn wir ihn in einer Zangenbewegung rausnehmen oder angreifen, ihn da ordentlich rausnehmen können. Ich versuche hier schon die ganze Zeit, ihn auch ein bisschen zu baiten, ihn also ein bisschen zu locken, dass er vielleicht mal einen Schuss abgibt. Glücklicherweise hat jetzt unser Team aufgrund dessen, dass die Mitte so gut frei war, jetzt B in Ruhe decappen können. Das hilft uns schon mal sehr, weil das beendet den Ticketbleed gegen uns. Plus da hinten, ihr seht es, kommt noch ein Objekt 120 und ein M247. Das sind natürlich gefundene Fressen für mich. Zum einen, ne, der M247, da haben wir uns jetzt schon mal wieder einen Gegner vom Leib geschafft. Dahinter steht allerdings immer noch das Objekt 120 und auch hier wollte ich jetzt an der Stelle nicht rausfahren, weil ich gehofft hatte, dass das Objekt 120 vielleicht einen Fehler macht und selber rausfährt. So, der WZ305 macht hier meiner Meinung nach einen signifikanten Fehler, fährt hier raus und ja, wenn er vom T64B hier gesehen wird, dann funktioniert das für ihn nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch eine Situation, die gleich passieren wird. So, Peter steht hier und natürlich der T64B hat den WZ305 noch nicht gesehen. Aber wir erinnern uns noch an das Objekt 120. Der WZ305 hat jetzt vom Objekt 120 eine von hinten geschallert bekommen. Der T64B braucht sich darum gar nicht zu kümmern. Warum? Weil das Objekt 120, was da hinten steht, ist ein Teammate, also aus der gleichen Kampfgruppe wie der T64B. Ihr seht es hier, GOP, GOP. Und die zwei können sich natürlich wunderbar absprechen. Der WZ305 repariert. Und ich nehme jetzt mal an, dass das Objekt 120 seinem Teammate gesagt hat, hier, pass auf, ich kann den nicht beschießen. Deswegen hat er sich jetzt umgedreht. Ich habe in der Zeit einen Schuss, weil der T64B genau einen Fehler gemacht hat, den ich gerne wollte, habe ich dem T64B eine drücken können. Peter fährt jetzt hier nach vorne, weil ich ihm gesagt habe, Achtung, sein Geschützverschluss ist defekt. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, weil wir ein bisschen Zeit haben, hier habe ich leider den Schuss versemmelt, den T64B zu pushen und Peter schafft es tatsächlich, den T64 mit der DCA-Flak rauszunehmen, was uns unwahrscheinlich viel Zeit verschafft. Währenddessen A decapped, weil der T64 nicht mehr in A reingefahren ist und der WZ305 da natürlich drin stand und unser Team in der Zwischenzeit B gecapped hat und der Ticketbleed jetzt deutlich gegen das Gegnerteam geht. Und wie ihr das hier sehen könnt, die Runde ist an dieser Stelle hier auch vorbei. Wir haben jetzt, ihr erinnert euch, zum Anfang der Runde mit 16.600 Punkten noch angefangen. Wir haben
knapp 4.300 Punkte noch verloren und haben es hier geschafft, mit der entsprechenden Ruhe und der entsprechenden Geduld, mit der entsprechenden Absprache, die Gegner hier zu Fehlern zu zwingen und sie entsprechend damit aus dem Spiel zu nehmen. Natürlich, das muss man dazu sagen, hat unser Team dadurch, dass sie B zurückcappen konnten, auch dazu beigetragen. Aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir hier an der Stelle so agiert haben, den T64B nicht unnötig rausgepusht haben, genauso wenig wie wir das Objekt 120 nicht versucht haben, unnötig rauszupushen, sondern indem wir einfach auf die richtige Gelegenheit gewartet haben, indem wir den Gegner zu Fehlern gezwungen haben, halt eben den T64. Und das wäre auch natürlich nicht möglich gewesen, wenn der WZ305 sich hier nicht reingestellt hätte und das Objekt 120 nicht noch einen zweiten Schuss auf ihn anbringen können. Also hier kam natürlich ein bisschen was zusammen, aber durch diese ganze Aktion haben wir den Gegner zu Fehlern zwingen können. Wir haben dem Gegner unser Spiel aufzwingen können sozusagen. Und ja, mein Schuss auf die Oberseite des Turms, das den Geschützverschluss des T64 rausgenommen hat, das war natürlich auch eine Geschichte. Da kann man jetzt sagen, okay, war vielleicht ein bisschen lucky, aber ja, das war genauso die Situation, genauso der Moment, auf den ich gewartet habe, einen Schuss abzugeben. Selbst wenn ich den T64B mit dem Schuss nicht so beschädigt hätte, dass er hätte reparieren müssen, hätte sich der T64 in dem Moment mehr auf mich konzentriert als auf Peter. Das Objekt 120 war sowieso in dem Moment nicht in Schussreichweite bzw. in Schussposition, weil sich der Spieler hier hinter diesem Stein befunden hat. Und bis der wieder Schussfeld gehabt hätte, wären noch ein paar Sekunden vergangen. Also Peter hätte definitiv die Möglichkeit gehabt, auch wenn ich den Schuss versemmelt hätte, den T64 zu pushen. Ich wäre dann auch noch trotzdem weiter auf ihn drauf, um ihn von Peter abzulenken. Und dann hätten wir das mit Sicherheit auch so geschafft. Also, Fazit, Geduld zahlt sich aus, egal ob ihr jetzt alleine unterwegs seid oder wie hier in diesem Fall zu zweit oder auch zu dritt in der Staffel. Ihr seht, es führt zum Erfolg und am Ende dann letztendlich auch zum Sieg. So, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Video mitnehmen. Würde mich freuen, wenn ihr eure Gedanken dazu gerne mal unten in die Kommentare reinschreibt. Lasst dem Ganzen ein Like da, drückt den Daumen nach oben durch. Wenn es euch natürlich nicht gefallen hat, dann natürlich wie immer einen Daumen nach unten. Bleibt ja wie immer euch überlassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.